Ein grausamer Fund in Wien schockiert Österreich. Nach dem Fall um eine Gruppenvergewaltigung durch eine Jugendbande unterschiedlicher Nationalitäten schockt jetzt der nächste Missbrauchsfall. Diesmal mit Todesfolge. Eine 14-jährige Österreicherin soll im Stadtteil Simmering mit Drogen gefügig gemacht und von einem 26-jährigen Afghanen missbraucht worden sein. Als die Schülerin kein Lebenszeichen mehr von sich gab, alarmierte der junge Mann den Notarzt, der nur noch den Tod des Mädchens feststellen konnte. Die genauen Todesumstände werden von der Polizei jetzt untersucht. Zugeschaltet aus Wien ist unsere Korrespondentin Judith Lindebaum. Was weißt du über diesen grausamen Fall? Ja, Stand jetzt ist der, es handelt sich um einen Afghan auf freiem Fuß. Er ist vernommen worden und er hat angegeben, ja, es hätte keine sexuellen Aktivitäten gegeben und das Mädchen wäre freiwillig zu ihm gekommen. Das Mädchen war vermisst in Niederösterreich, da kam es her und es hätte quasi auf einmal vor seiner Tür gestanden. Jetzt sieht es aber wohl so aus, nach neuesten Meldungen, dass das Mädchen unter Drogen stand. Diese Substanzen sollen auch in der Wohnung des Verdächtigen gefunden worden sein. Und es wird jetzt hier berichtet, dass das Mädchen entweder ja, vor seinem Tod oder währenddessen dann wohl Geschlechtsverkehr gehabt haben soll. Und das Ganze schockiert hier in Österreich, da wir so einen Fall schon mal hatten. Vor knapp 3 Jahren, da ist ein Mädchen auch mit Drogen gefügsam gemacht worden und ist dann nachher am Seitenstreifen auf einer Straße abgelegt worden.